Da sind wir wieder. Liebe Zuschauer, muss mal gucken hier, dass ich mein Gerät auch gut feststelle. Wir haben Samstag, den 12. November 2022. Und wir sind wieder beim Samstalk oder Verantwortungstalk. Über inhaltlichen technischen Rahmen muss ich nicht zu viel sagen. Gibt es einen ganzen Forums-Thread zu im ersten korruptionsbefreiten Forum www.freie-argumente-kultur.de. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Da ist auch von früheren Gesprächen so dies und das schon festgehalten. Und es gibt einen YouTube-Kanal auch, wo ihr die Samstalks euch anschauen könnt. Nur die große Überschrift, wir tauchen auf aus dem Strom des Lebens, um die Verantwortungsfrage zu stellen. Genau. Wir machen es als Redekreis und ich gebe dann für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan. Ja, und nur ganz kurz für Yannick, es gibt jetzt endlich eine neue Uhr Nummer 3, also Yannick Wechsel 3, Öffi Wechsel 2. So, Wechsel 4 beginnt. Ja, ich will heute sozusagen will heute beginnen damit, dass ich noch ein paar vorteilbringende Irrtümer, die ich seltener erwähnt habe, nochmal verdeutliche, damit die Leute verstehen, was das Herzstück des Weltrates und der Next Scientists for Future ist, nämlich die Erkenntnis der ungeheuren Wichtigkeit der Psychobiologie der Irrtümer, also Kapitalismus als das irrtumserzeugende und manipulierende Ding schlechthin. Und dann nachher will ich aber auch noch mal auf die vorteilbringenden Irrtümer, die Körperlichkeit und die Sexualität bis im Kapitalismus besonders angreifen, auch noch mal eingehen. Aber ich fange einfach mal an mit einem Beispiel. Ein typischer vorteilbringender Irrtum der Putzindustrie, Waschmittelindustrie, Desinfektionsindustrie, zusammen auch mit den Gesundheitsindustrien und Sparten, ja, also diese Sparten haben sozusagen vorteilbringende Irrtümer erzeugt, die dann den Putzzwang zur Folge haben, den Waschzwang, den Desinfektionszwang und so weiter. Ich war früher auch so ängstlich, weil ich ja in meine Mutter war ja in der ersten medizinischen Sparte. Und ich selbst habe dann aber auch Bücher gelesen in den Bibliotheken meiner Schulen und so weiter und bin da auch so ein bisschen bakterienphobisch erzeugt werden. Der Öffi hat ja gezeigt, dass er auch diese ganzen bakterienphobischen, vorteilbringenden Irrtümer nicht glaubt, indem er sich Masken anderer Menschen aufgesetzt hat während der Corona-Zeit und damit gezeigt hat, dass er eben diese bakterienphobischen, vorteilbringenden Irrtümer nicht so teilt. Aber nochmal die Logik. Also, da Leute glauben, dass Bakterien unheimlich gefährlich seien und bieten dann entsprechend die dazugehörigen Putzmittel bis Desinfektionsmittel an. Das führt dann auch zur Beschädigung der Menschen, denn man hat festgestellt, dass durch eine Überhygiene die Leute eher krank werden. Ein Standardbeispiel ist, dass man, wenn man zum Beispiel, wenn Kinder nicht frühzeitig genug im Schmutz spielen und damit dann nicht frühzeitig naturgeimpft werden gegen die Kinderlähmungserkrankung, dass sie dann tatsächlich anfällig werden für die Kinderlähmung. Und dann entsteht ja dadurch sozusagen, wenn man überhygienisch ist, entsteht dann ein Scheinbedarf nach der Kinderlähmungsimpfung und dann verdient natürlich die Gesundheitssparte wieder viel Geld. Wobei, wenn die Kinder so, wie es natürlich wäre, irgendwie in einem Bauernhof-ähnlichen Umgebung mit Hunden, die in den Wiesen spielen und so weiter und ganz früh viele Keime abkriegen, dann haben sie am Ende die stärksten Immunsysteme und leben am gesündesten. Das sind so die Ergebnisse. Aber eben die Putzsparten, die Waschsparten und Desinfektionssparten haben ja erzeugt, dass wir also da
die Leute da übermäßig ängstlich sind. Und ja, in der Gemeinschaft sehe ich das so, dass eigentlich jeder die Sachen, die sich aussuchen kann, was er in einer Gemeinschaft so an Dingen benutzt, sei es Kochutensilien oder Badewanne, Duschraum und so weiter, und sich jeder das eben einfach gemäß seinem eigenen Putzzwang putzen darf, so wie er es möchte im Prinzip, ne? Und dann gibt es ja auch noch einen Zwang, den die Leute haben, zum Beispiel, wir haben ja sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer haben ja dazu geführt, dass zwei Menschen sich selten vertragen, und deswegen ist ja dann die Tendenz entstanden, dass jeder Mensch meint, er bräuchte immer und unbedingt ein eigenes Zimmer, was ich nicht brauche, ja, sozusagen, sondern dieses, ich muss mich ja zurückziehen, kommt daher, dass die Leute eben Menschen nur noch kennen als die Streithammel, die sie im Kapitalismus geworden sind. Und da verstehe ich es dann auch, dass man ein eigenes Zimmer will. Aber das sind alles so unnatürliche Dinge. Bonobos zum Beispiel brauchen kein eigenes Zimmer, weil sie eben keine kapitalistischen Streithammel geworden sind durch die vorteilbringenden Irrtümer. Erst einmal zu diesem ersten Beispiel. Ist das jedem einleuchtend, dieses Beispiel vorteilbringende Irrtümer, Putz- und Wasch- und Desinfektionssparten und dann die Sparten, die uns aufhetzen dazu, dass wir am Ende jeder eine eigene Wohnung brauchen, weil wir es mit anderen Menschen gar nicht mehr aushalten in der Nähe. Wechsel. Ja, wie machen wir es heute mit der Reihenfolge? Soll ich oder Yannick? Wechsel 2 habe ich jetzt schon mal gedrückt, ne? Das Na gut, Wechsel 2. Ja, genau. also ich glaube, dass der Dylan sehr recht hat. Die Menschen leben in diesen Welten mit vorteilbringenden Irrtümern, weil sie gucken halt auch einfach, was beeindruckt sie im Augenblick, also die Augenblickseffekte. Und dann wird nicht weiter geguckt. Es wird nicht tiefer geguckt. Was ist eigentlich mein wesentliches Bedürfnis? Was entspricht echter weiterschauender Menschlichkeit? Was entspricht einer Verantwortung, die auf die langfristigen Folgen schaut? Die Menschen sind drauf auszugucken einfach, was sind ihre kurzsichtigen Vorteile, die Lockeffekte der Dinge. Sie lassen sich blenden von diesen kurzsichtigen Lockeffekten. Und ja, danach richten sie sich. Das macht nicht wirklich glücklich. Es ist kein weiter Horizont. Es ist nicht so, dass man da wirklich sich im Ganzen wohlfühlen kann. Man sieht das Ganze in der Weise gar nicht. Ja, also insofern, da sind die Menschen wirklich sehr kurzsichtig gebunden. Und das macht es schwer, weil immer gefährlicher wird es ja, je mehr die Technik voranschreitet. Je mehr Werkzeuge und Waffen es gibt, desto bedrohlicher wird diese Situation, dass da kurzsichtig spielende Kinder sind sozusagen, ja, die langfristigen Folgen nicht mehr, ja, wo es nicht mehr verantwortlich ist, was da rauskommen kann, ne? Also wo Gandhi gesagt hat auch, also in einem Zeitalter mit Atomkraft, da muss ein weiterer Verantwortungshorizont entstehen. Gewaltfreiheit, Argumentekultur, die drauf schaut eben, was sind die besten Argumente auch mit Blick gerade auf die Folgen, die das hat, was wir hier so tun. Und wir versuchen das, also wir sind auch deshalb hier im kleinen Kreis, ne, weil wir ja leider eben da noch keinen großen Widerhall in den Massen haben. Aber wir tun, was wir können, ne? Und ich beschreibe euch ja immer ein bisschen die Situation, den Stand der Dinge dabei, ne? Also wir alle leben in Kommuneversuchen, ne? Der Dillen in Köln mit Kommuneversuch Köln Süd. Ich in Hessen, hier ist ganzes Geflecht von Projekten, 5, 6 Projekte gibt es hier in der Gegend von Marburg so drumrum. Und ich sitze hier so in einer Bildungszentrale in der ganzheitlichen Bildungswerkstatt Lilithopia, von wo aus ich viel Infoarbeit und Konflikthilfearbeit und sowas mache. Da kann ich gleich darauf hinweisen, und das leitet auch da über, wo der Yannick sitzt. Wir machen auch in Berlin direkt vor den Toren der Macht auch so das Modell einer Verantwortungskommune, eines Freiheitsreservats. Das ist das Friedenszeltcamp. Wir haben es auch als Piep, piep, piep. Demokratie-Fürsorgecamp genannt.
Ja, und ich habe es gehört. Und da sitzt der Yannick mit der Gela so als Kernteam für was? Was Nee, hattest du denn? nein, nein, ich habe nichts gesagt. Okay, alles klar. Und ja, die haben jetzt da einen Menschen auch, der da Videos macht und der hat auch mit mir ein Video-Interview gemacht. Also wir sind dabei, auch gute Öffentlichkeitsarbeit immer zu ergänzen und zu tun, was wir können. Und damit gebe ich an den Yannick dann. Ja, oder du kannst dann auch vom Leonid dir auch die noch Zeit erbitten, natürlich, wenn Oh, er sie ich bin nicht ganz fertig los. geworden. Ich bin fertig geworden erstmal. Ja, Lassen wir den ja, ja. Yannick. Ja, Wechsel 3. Ja. Ja, genau. Ich bin ja hier in Berlin im Zeltcamp und wir versuchen hier den Kommunefaden zu machen gemeinsam. Wir sind zurzeit 3 Leute hier im Zeltcamp, die hier fest wohnen und übernachten. Die Gela, der Freddy und ich. Und wir haben ja tagsüber dann viel Kommunikationsmöglichkeit auch mit Leuten, die hier vorbeikommen, weil das ist eine sehr spaziergangsfrequentierte Gegend hier auf der, ich weiß nicht, ob es jetzt auf der Museums- oder an der Museumsinsel ist. Es ist hinterm Berliner Dom hier das Zeltcamp. Und ja, da haben wir die Möglichkeit, über all die entscheidenden Dinge des Lebens uns auszutauschen und auch eben das direkt vorzuleben vor Ort. Ja, und ansonsten, klar, bin ich auch über die Technik gut angebunden in Kommunikationsplattformen, über Telegram, Internetforum. Und ja, bin natürlich auch immer offen für Neuhinzukömmlinge, versuche da immer, sage ich mal, dezent die Werbetrommel zu rühren, beziehungsweise in Gang zu werfen und um den Leuten halt auch zu sagen, so, wir haben hier die Möglichkeiten, dass ihr mitmachen könnt. Wir haben genügend Platz, es mangelt nicht an freien Plätzen oder so. Und ja, insofern bin ich da auch immer am Schauen. Und aber gut, die Leute, die scheinen natürlich sehr verhaftet zu sein in ihren Bequemlichkeitsstrukturen, wenn man sie so nennen möchte, da der Kapitalismus uns natürlich sehr, naja, sehr, sehr in eine Situation eventuell oder die Leute in eine Situation gebracht hat, aus der sie dann auch irgendwie nicht so einfach wieder oder nicht so leicht eventuell heraus können. Aber das ist dann natürlich auch das Problem der Leute, die da drinstecken, primär. Wenn man da für sich jetzt einen Weg gefunden hat, dann kann man natürlich da ist man natürlich in einer guten Position, dass man es selber schon so umsetzt und kann sich dann natürlich Mühe geben, den Leuten da, ja, oder kommunikativ dahin Piep, piep, hin, piep. ja, ich bringe noch kurz zu Ende. Also man kann sich da Mühe geben, durch das Gespräch zum Beispiel die Leute, denen das ein bisschen schmackhaft zu machen oder so und genau, und das ist dann auch ein Teil meiner Aufgabe hier. Genau. Ende. Ja, Wechsel 4. Ja. Also, Wechsel 4, ja, also das ist für mich eben, die Menschen sind so verändert. Ich glaube, die Hauptveränderung der Menschen ist, dass sie sagen, ich weiß, wie die Welt ist, ich weiß es, und Irrtümer, ich irre mich doch nicht, nein, wenn, dann irrst du dich. Ja, also so dieses Gespräch, was wir ja versuchen hier auf der Ebene, wo ihr ich, wo du, das ist für kapitalistisch zerstörte Menschen einfach unendlich weit weg. Ich mach's aber, versuche aber trotzdem und versuche jetzt das nächste Beispiel eines vorteilbringenden Irrtums nochmal zu machen, oder damit das mal wirklich besser deutlich wird, worum es da wirklich geht. Jetzt aus Fernsehkrimis, aus Tatort Köln, Leipzig.
Ja, Tatort kennt man ja. Also ihr wisst ja, ich versuche so ein bisschen mich zu amüsieren, weil ich selbst ja wenig Hoffnung habe auf, dass wirklich sich vernünftige Leute noch melden, so für die Kommune und so weiter. Und diese Krimis, aber die machen mir irgendwie gute Laune. Und wenn ich unter Leute gehe, ja, Ende. Jetzt beginnt eine neue Runde für alle. Moment. So, jetzt müssen wir wieder. Chip, chip. Alle Uhren auf die richtige Position fahren. Ja. So, nächste Runde beginnt. Wechsel 4. Also ich würde gerne kurz weitermachen, was ich da begonnen habe. Und zwar, dabei ist es so, dass die Normalbürger bei typischen vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten sich total. Moment, hier macht jemand immer einen Fehler. So, dieser Knopf ist es. Ja. Dass die Leute sehr gerne denken, ja, bei den Ärzten gibt es auch einzelne schwarze Schafe, ja, die bringen dann Patienten um oder richten Schaden, aber das sind ja nur einzelne Verbrecher. Alle anderen, die machen es ja gut, ne? Und das ist bei dem Krimi auch so, dass natürlich da einer als Verbrecher dargestellt wurde. Es war ein Arzt, der also sozusagen Leute, die einen Lungenschatten hatten, aber kerngesund waren, also keinen Lungenkrebs hatten, operiert hat, als ob sie Krebs hätten und dadurch natürlich dann groß Geld verdient hat, einerseits durch diese Betrugsgeschichte und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein gutes Image hatte, weil er vermeintlicherweise Krebspatienten gesund gekriegt hat. In Wirklichkeit hat er gesagt, wie der Kommissar so schön gesagt hat er Gesunde gesund operiert. Ja, und damit kann man natürlich dann ein unheimlich gutes Image sich erzeugen. Und aber in die Wahrheit, nämlich der vorteilbringende Irrtum ist ganz anders. Was bekannt ist aus der Medizinsparte ist, dass man sehr schlampig ist damit, dass wenn Fehldiagnosen Richtung falsch positiv bei Krebs gemacht werden, dass man das gar nicht so eng sieht und sich gar nicht größer darüber aufregt. Also der vorteilbringende Irrtum heißt quasi, es ist nicht so dramatisch, wenn wir mal eine falsch positive Diagnose haben. Faktisch haben wir aber tatsächlich so, dass wir ganz viele Leute als krebskrank diagnostizieren, die gar keinen Krebs haben, sie dann aber mit Chemotherapie und Operationen behandeln und die Gesunden, die überleben sowas dann auch relativ oft, was dann als Erfolgsquote scheint. Und das ist ein wunderbarer Beispiel für einen vorteilbringenden Irrtum, nämlich, dass einfach bei den Diagnosegepflogenheiten nicht so gründlich hinterfragt wird, dann einfach gesunde Menschen als schwer Kranke behandelt werden. Das bringt riesige Summen ein. Und das ist ein schönes Beispiel nochmal aus dem Tatort für einen vorteilbringenden Irrtum. Ein weiterer vorteilbringender Irrtum, den ich gerne noch den Zuschauern mitteilen möchte, ist die berühmte MySing, diese MyLab, die jetzt im Fernsehen ihr Unwesen tut. Und zwar hat sie wieder mal die Homöopathie völlig lächerlich gemacht und so weiter. Und dabei gar nicht gemerkt, dass sie selbst einfach die entscheidenden vorteilbringenden Irrtümer im Kopf hat, nämlich, dass sie nämlich denkt, ja, der Arzt, wenn er Gifte gibt, also wirksame toxische Gifte, dann sind das wirksame, helfende Medikamente. Dabei ist die Wahrheit die, dass die Schulmedizin halt die Leute vergiftet und chronisch krank macht, während die Homöopathie durch den Verzicht auf die Zuführung von Giften natürlich positive Effekte hat. Denn allein wenn der Schulmediziner die Leute chronisch krank macht durch zu starke chemische Gifte, die er verabreicht, ist es klar, dass der Homöopath dagegen oft
eine gute Bilanz hat, denn wenn er die Leute nicht vergiftet, dann können ihre Immunsysteme besser arbeiten und er kann gewinnen. Aber entscheidend ist jetzt das Beispiel, dass diese MyThink, also diese MyLab oder wie sie heißt, den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, dass wenn ich Gifte zuführe, dass das tatsächlich gesundheitsförderlich sei und dass wenn die Homöopathie keine Gifte zuführen würde, dass das eher schädlicher sei oder schlecht sei. Und das ist ein wunderbarer vorteilbringender Irrtum, nämlich der Aberglaube daran, dass wenn ich Gifte zuführe, dass ich dann den Körper stärker und resistenter machen würde. Also wieder ein wunderbares Beispiel für vorteilbringende Irrtümer. Ja, und dann, jetzt käme die Nummer 4 hier irgendwo. Ja, das habe ich jetzt alles. Aber ich gebe erst einmal weiter. Was sagt ihr zu diesen vorteilbringenden Irrtümern? Konnt ihr da auch was von nachvollziehen? Wechsel. Ja, gern Wechsel 2. Na klar, jede Menge kann ich davon sowas nachvollziehen. Steht außer Frage. Aber ich finde es eben faszinierend, wie kommen wir raus aus diesen Illusionen und dem ganzen, ja, Korruptionszusammenhängen, die da wirken. Und ich bin mal wieder bei dem, was dann unser Ansatz ist, auch in diesen Verantwortungskommunen oder Freiheitsreservaten. Also ich sehe jetzt speziell dieses Experiment, was wir da in Berlin machen, dieses Friedenscamp, sehe ich als ungeheuer spannend an, weil wir zum ersten Mal jetzt zumindest eine gewisse Gruppenstärke auch haben, die da jetzt eben so die Kern-Orga-Gruppe sein will. Und die sind mit den, also zwei Dinge verbinden sich jetzt dann als Rahmenkontext. Die Leute sind in einem Handlungszusammenhang auch. Also das Ganze hat ja auch den Zweck, dieses Widerstandszeltcamp möglichst gut zu entwickeln. Und wir haben jetzt die Möglichkeit auch durch die modernen Kommunikationsmittel richtig gut ja, gemeinsame Bewusstseinsbühnen einzuschalten. Und also jetzt hat sich eine Kerngruppe gebildet. Das sind immerhin auch 4, 5 Leute, sag ich mal, also die so miteinander verbunden sind, dass sie so eine Kommunikationsgemeinschaft darstellen wollen. Und wir nennen das auch ganzheitliche Spiegelgruppe. Und die wollen einander jetzt auch im Blick behalten und einander helfen, dass wir wirklich so eine Kommunikationskultur schaffen, wo es nach Argumenten gehen soll. Also Argumente statt Fäuste oder statt irgendwelche anderen Manipulationsfaktoren. Und das ist extrem spannend, wie sich das jetzt entwickelt, weil sonst hatten wir meist eben ja Projekte, wir konnten schon froh sein, wenn da ein, zwei Leute waren. Also manchmal hatten wir mehr Gäste noch, aber das hatte dann nicht die idealistische Qualität, dass die jetzt zum Beispiel mit in so eine offene Diskussion oder so eine offene Reflexion auch, eine Gruppenreflexion gegangen wären. Wir konnten schon froh sein, wenn da bei diesen Gästen die Kommunikation reichte, dass sie, was weiß ich, den Stromzählerstand mitteilen konnten und man da nicht alle ein paar Wochen hinterherhängen musste, um da solche äußeren Informationen zu bekommen. Und sehr spannend. Also wir haben diese ganzheitliche Spiegelgruppe und die Kommunikationsprozesse, die da unter den Leuten so sich abspielen. Wir haben auch eine große Gruppe, also eine große Bühne sozusagen für das Friedenscamp und auch ein paar Zwischenstufen noch. Und es scheint so, dass da wirklich das Eis ein bisschen brechen kann, dafür, dass die Leute merken, ja, welches Potenzial da drin Piep, steckt, wenn piep, man so piep. miteinander, ja, danke schön. Also welches Potenzial darin stecken kann, wenn wir da so eine Kreativwerkstatt draus machen, dieses miteinander arbeiten, wirklich zum Teil wie Steinbrucharbeit. Also das ist der Hammer, was da, ja. Was da für ein Potenzial drin liegt, dass das wirklich mal auch Modellwirkung, möglichst gut Ende. Modellwirkung kriegen kann. Ja, ich danke, gebe weiter an Janik. Ja, Wechsel 4, erst noch mal kurz. Wechsel 4. So, Wechsel 4, kurz. Ja, ich wollte nur noch mal erwähnen, dass wenn da in Berlin, wenn da mehrere Leute sind, ja, dass
dieses, was ich ja vorhin geschildert hatte, diese Beispiele mit der MySync und so, und also diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer. Wir müssen uns klar sein, dass die Masse der Menschen diese Irrtümer ja in ihren Köpfen trägt und am Beispiel dieser Irrtümer dann auch eben den Prozess beginnen kann, überhaupt in dieses Irrtumsdenken reinzukommen, nämlich dass man sich klar machen muss, man selbst kann keine bessere Welt als den Kapitalismus schaffen, wenn man selbst noch der Kapitalismus im Kopf ist. Ja? Also man muss schon versuchen, wirklich an allen diesen Irrtümern, nicht nur diesen massenhaften, Millionen Menschen umfassenden Irrtümern zu arbeiten, sondern auch wirklich dann an den weiteren, wobei ich ja nachher dann auch noch das mit der Sexualität bringen will. Ja, erstmal Wechsel soweit. Ja, also wir haben hier, ja, wir sind hier drei Leute. Wir haben hier auch die Möglichkeit, genau über solche Themen zu sprechen. Der Fredi, mit dem ich jetzt ja auch hier in einem Zelt bin, der beschäftigt sich zum Beispiel auch sehr viel mit dieser fehlerhaften Schulmedizin, mit dieser krankmachenden Schulmedizin und hat das, glaube ich, auch schon ganz gut durchschaut. Ansonsten ja zum Thema Kommunikation. Heute habe ich eine junge Frau aus der Ukraine kennengelernt, die dann auch ein bisschen von Kiew vor Ort berichtet hat, was da so los ist. Und der habe ich dann auch, was Kommunikation und Konflikte angeht, dann auch ein bisschen erzählt, was wir so machen und auch von der Dreisatzmediation erzählt, die wir als punktgenaue Konfliktklärungsmethode haben. Ja, das jetzt noch zu mir hier und Wechsel. Ja, ich habe jetzt auch nur noch so 40 Sekunden. Sollen wir einfach in die nächste Runde gehen? Ja, von mir aus. Gut, dann machen wir das doch einfach. Moment. Na. So, die Uhren immer wieder stellen und jetzt. So, dann Wechsel 4. Ja, ich mache jetzt noch ein letztes Beispiel, weil ich bin wirklich ganz sicher, das sehe ich auch an den Telefonaten mit den Bewerbern für die Kommune, dass dieses sich öffnen für die Möglichkeit, dass es sein könnte, dass ich mich irre, das ist das größte Defizit der Leute, wenn sie aus dem Kapitalismus kommen, dass sie immer in der Versuchung stehen, dass sie denken, dass sie in dem größten Manipulationssystem aller Zeiten doch irgendwie Wahrheiten gelernt hätten und dass sie dann sehr schnell Dinge für Wahrheit halten. Ich mache noch mal ein Beispiel: Krimisendung Soko Stuttgart. Man merkt, ich gucke viele Krimis nebenbei so. Und zwar ist da ein Beispiel gewesen, was uns an die Bonobo, die guten Bonobo-Mütter erinnert, sozusagen. Und zwar haben wir ja die Situation, die Gesundheitssparten wollen ja, wenn ein Mensch sozusagen genetisch defekt ist oder psychiatrisch defekt ist und so weiter, dann ist ja die neue Ethik entstanden, dass wir dann alle extrem mitleidig und mitgefühlsmäßig sein müssen und dann eben gegen die Naturgesetzmäßigkeiten dann sagen müssen, ach nein, der psychiatrische Fall, den müssen wir dann lebenslang psychiatrisch betreuen, auf dass wir die als Gesundheitssparten Milliarden und Millionen an solchen Fällen verdienen. Oder wenn jemand körperbehindert zur Welt kommt und so weiter, dann müssen wir ihn natürlich am besten schon im Mutterleib anfangen zu operieren und dann natürlich lebenslang operieren, auf dass dann die Medizin- und Pharmasparten Milliarden Gelder verdienen. Aber man könnte es eigentlich auch so wieder so machen, wie die Natur es macht. Wobei wir uns natürlich alle einig sind, dass es immer darum geht, natürlich, dass wir, wenn schon
Härten im Naturgeschehen sind, dass wir die natürlich dann völlig schmerzfrei gestalten müssen und so weiter. Aber ich mache mal dieses Beispiel dieses Krimis. Da sieht man nämlich, dass leider Menschen ganz natürliche Motivationslagen haben, besonders wenn sie nicht mehr als Bonobos leben dürfen. Ja? Eine gute Mutter wollte eigentlich das Richtige tun, was sie in der Natur hätte auch tun dürfen. Ne? Die sozusagen, da war ein Sohn, der war völlig entgleist, richtig gefährlich und schädlich und war dabei, also die Gasthofexistenz der Familie zu ruinieren. Ne? So, und dann ist die Mutter selber hingegangen und hat nach dem Naturgesetz, dass nämlich mein Bauch gehört mir in der Natur gilt, mein Neugeborenes gehört mir, meine Kinder gehören mir und dass also sogar die Bonobos eigentlich die einzige bekannte Form der Aggression, die Bonobos noch machen, ist die, wenn sie sich gegen Kinder entscheiden und dann die Mütter zusammen mit ihren Freundinnen jemanden dann spät abtreiben, einen missratenen jungen Mann meistens, weil es häufiger junge Männer sind, die da etwas genetisch entgleisen wegen des sogenannten Y-Chromosomen-Problems. Ne? So, und da ist es eben so, sie erschlägt den, ja, und damit ihr gelungener Sohn, der also nicht missraten ist und gefährlich und schädlich und die ganze Familie ruiniert, sondern der hat eine gelungene Partnerin gefunden und da hat die Mutter natürlich erwartet, dass wenn dieser nicht missratene Sohn mit dieser Frau Kinder bekommt, dann kann sie ihre eigenen Gene in die Zukunft transportieren mit der wirtschaftlichen Unterstützung eines erfolgreichen Gasthofes. Und all das hat der missratene junge Mann gefährdet in brutalster Weise. Und da hat sie ihn erschlagen, aber das wurde natürlich als ganz schrecklich hingestellt, weil ja, und jetzt sind wir wieder beim vorteilbringenden Irrtum, letztendlich die Pharmakonzerne und die Gesundheitssparten verdienen wollen an der lebenslänglichen Betreuung des jungen Mannes. Und dann darf es natürlich nicht sein, dass die Mutter da quasi in naturrechtlicher Weise da selber zu Werke schreitet. Wobei, ja, also ich bin eben der Meinung, dass wir irgendwann wieder, wenn wir den Kapitalismus überwunden haben, zurück zur Natur sollten und dass dann sozusagen die Mutter signalisieren kann, dass sie sich gegen dieses Kind entscheidet und dass dann allerdings die Gesellschaft, dass die Mutter nicht das Kind erschlagen muss, sondern dass das dann in völlig schmerzloser Weise geschehen muss. Das klingt zwar jetzt sehr hart, ja, aber das ist eigentlich so, dass ich eigentlich nur den Kapitalismus als die Ursache dessen erkennen kann, dass wir den Frauen die Entscheidungsgewalt über die Kinder weggenommen haben. Und dazu passt dann auch das, was ich dann jetzt in den nächsten Runden will ich nämlich darauf eingehen, wie das zusammenpasst, dieses Beispiel jetzt zusammenpasst mit den anderen Beispielen zum Thema Körperfeindlichkeit und Sexualitätsfeindlichkeit durch den Kapitalismus. Aber erstmal mache ich so viel Wechsel, weil ich ja jetzt doch sehr harte Naturgesetzmäßigkeiten angesprochen habe, die ich eigentlich für sinnvoll halte, wenn wir den Kapitalismus nicht hätten. Wechsel. Ja, Wechsel 2, wenn Ja. der Jan nicht was dazwischen sagen will. Und ich sage mal so, mein Bestreben ist immer, sehr stark zu überlegen, wie können wir die sanftesten, effektivsten, grundlegendsten Methoden so anwenden, wodurch wir die Verantwortlichkeit kultivieren können. Und ja, also ich bin, wie ich ja schon beschrieb, sehr begeistert von dem, welche Potenziale aufschimmern, zumindest jetzt schon, da in Verbindung mit dem Friedenscamp in Berlin und mit den Gruppenbewusstseins- und Kommunikationsprozessen und Konfliktbearbeitungsprozessen. Ich bin auch restlos begeistert, eben wie der Jannik da in Berlin so diese Werkstatt mitgestaltet. Also
eine Sache, wo ich wirklich auch sehe, ne, da können wir zeigen, dass wirklich ja schwierige Stellen auch aufgearbeitet und überwunden werden können auch. Wir haben auch bei uns im Orga-Team jemanden gehabt, der meinte, er wird zu wenig gehört und unsere Methoden, auch Konflikte zu klären, das wird zu wenig ernst genommen und zu ungründlich so gemacht. Und der Yannick war so einer seiner, ich nenne das mal Sparringspartner, wo der Yannick das zum Teil gar nicht so richtig verstand, weil er fühlte sich schon offen und bereit, eben auch da was zu machen, also auch sich mit den betreffenden Fragen und Konfliktthemen zu beschäftigen. Aber ja, das reichte dem anderen nicht, ne? Und das kann ja immer auch dran liegen, dass der da irgendwie zu sehr sich da in klein-klein Diskutiererei verzetteln will. Also das muss man alles immer von allen Seiten betrachten. Aber der Yannick macht das aus meiner Sicht ausgezeichnet, also jetzt auch mit der Aufgeschlossenheit. Also dass dann, wenn es seine Arbeit da im Zeltcamp, also den Gesprächen auch mit anderen Leuten und so, nicht zu hinderlich im Wege ist, dass er hingeht und größtmögliche Aufgeschlossenheit zeigt, also dass man miteinander ja in die Klärung gehen kann. Ob das dadurch ist, was ich auch für die beste Methode halte im Forum und in zugespitztester Form dort im Forum in einer sogenannten Dreisatzmediation, das ist das eine, das Beste aus meiner Sicht. Aber wenn es möglich ist, dann ist auch wichtig, dass man hingeht und ja zur Verfügung steht. Für das andere auch, was der betreffende Partner vielleicht dann eben ja meint zu brauchen, ne? Damit er sich da wohlfühlt, damit er sich ausreichend gehört und den Konflikt ausreichend bearbeitet empfindet. Und das macht er ja nicht ausgezeichnet. Also ich habe jetzt als Feedback zwischendurch gehört, dass dieser, ich sag mal, Piep, piep, piep. Ungründlichkeitsbemängeler, dass der ja, auch sehr beeindruckt davon ist, wie aufgeschlossen der Yannick sich da drauf einlässt, auf diese Werkstatt. Das sind die Dinge, ne? Also ob wir irgendwelche extremen Kriminellen und Psychopathen, wie wir mit denen zurechtkommen, das ist die eine Frage. Aber wie wir mit unseren Ende. Grundmethoden da so die Basis schaffen, das ist das Allerwichtigste. Ja, gebe weiter. Ja, dann Wechsel 3. Also jetzt in deinem Beispiel mit dem Gasthof und dem erschlagenen Sohn, ob das dann wirklich, selbst sage ich mal, in der Gesamtverhältnismäßigkeit jetzt so sinnvoll gewesen ist, den Sohn da zu erschlagen, oder ob der Sohn nicht vielleicht durch seine Gegenarbeiten gegen diese wirtschaftliche Existenz vielleicht nicht auch die vorteilbringenden Irrtümer der Familie, also bei eine wirtschaftlich gut funktionierende, wirtschaftlich-kapitalistische Existenz ist ja voll von vorteilbringenden Irrtümern. Und wenn dann ein Sohn da so querschlägt, dann kann das ja eigentlich ein idealer Impulsgeber dafür sein, okay, hier stimmt was nicht, ne? Und der hätte ja, also so rum gedacht, hätte das ja auch vorteilbringende Irrtümer dann auflösen können, ne? Also wenn da jemand gegen die kapitalistisch wirtschaftlich gut funktionierende Gasthausexistenz arbeitet. Also muss man immer von verschiedenen Seiten betrachten und ich denke auch, dass da so, ja, also solche drastischen Methoden bestimmt auch anders gelöst werden können. Und ja, das dazu. Und natürlich, also klar, ich sehe den Kapitalismus auch so, dass er uns immer wieder was vorgaukelt, was gut sei, und wir dann drauf reinfallen auf diese Irrtümer und wir durch zunehmendes Bewusstsein diese Irrtümer durchschauen können, uns davon befreien können durch die entsprechende Bildung, die wir dafür brauchen, und dann eben auch wirklich sinnvolle, nachhaltige Strukturen aufbauen können, die eben nicht in diesem gegenseitigen konkurrierenden Zerstören arbeiten, sondern in der Win-Win, oder wie Öffi gesagt hat, Win-Win-Win-Situation, also ein Gewinn für einen selber, ein Gewinn für das Gegenüber und ein Gewinn für die ganze Welt. Ja, genau. So viel dazu, und dann sage ich Wechsel. Ja, Wechsel 4.
Ja, wir sind damit bei dem Thema, das ich ja eben angedeutet habe, das letzte Mal schon ganz deutlich gesagt habe, dass wir Naturwissenschaftler dem Zurück zur Natur stärker trauen als die Schenker-Gemeinschaften sozusagen. Also ich sage immer so, ich glaube nicht, Ende leider, nächste Runde, aber Yannick hat noch ein bisschen Konto. Oder sollen wir in die nächste Runde gehen? Nächste Runde gerne. Gut, dann machen wir das. Moment. Na, so, jetzt wieder alle Uhren auf die 9 bringen, damit es da keine Missverständnisse geben kann. So, ja, wunderbar. Dann Wechsel 4, dann kann ich ja den Gedanken noch kurz zu Ende führen. Nämlich, dass wir halt sehr stark, dass ich nicht sicher bin, ob wir mit der vernünftigen, verantwortlichen, sinnorientierten, geistigen Steuerung wirklich auch nur halb so gut sein können, wie wenn wir wirklich konsequent den Kapitalismus beenden und dann wieder zurück zur Natur gehen. Ja, da bin ich nicht sicher. Aber übrigens erstmal, Öffi, etwas Positives für dich. Die Notrufhafenkante, die hat dich dargestellt. Da war ein afrikanischer Mensch und der sagte, für mich ist das Paradies im Kopf, was ich erlebe, wenn ich ein guter Mensch bin und gut denke und das Gute tue. Dieses Paradies im Kopf ist für mich das Höchste. Das hättest du sein können, ja? Das nur so, aber am Rande. Aber jetzt, um dann deutlich zu machen, jetzt auch nur, damit wir auch noch mal auf die Ebene, wo ihr, ich, wo du kommen. Denn wie gesagt, wenn wir zu wenig über Irrtum und Wahrheit sprechen, dann verfehlen wir das Problem Kapitalismus, ist meine Meinung. Ja? Und erster Satz. Das ist der Glaube von naturwissenschaftlichen Sichtweisen. Wenn wir die Schutzdecke der zweckentfremdenden Sexualität wegziehen, kommt der Löwe und Gorilla und in uns zurück. Und ob wir den Löwen und Gorilla in uns durch geistiges Argumentieren und sinnvolles Entscheiden wirklich gebändigt kriegen, da bin ich nicht sicher. Ja, also wir müssen uns mal ganz klar sein. Bei Bonobos ist die Schutzhülle, die sie daran hindert, dass Frauen Babys umbringen, Männer Babys umbringen, dass Löwenmänner andere Löwenmänner töten. Also noch einmal die Situation kurz zu schildern. Es ist quasi so, der Löwe sieht und der Gorilla sieht die hübschen Frauen der anderen Gruppe, der fremden Gruppe. Dann geht er hin und tötet oder kämpft mit dem anderen Löwen oder mit dem anderen Silberrücken und versucht den zu vertreiben oder gar zu töten. Und danach tötet er die Babys. Bei Gorillas haben wir dafür noch keinen Filmbeweis, beim Löwen haben wir den aber schon längst. Ja. Tötet die Babys und hat dann Sex mit den hübschen eroberten Frauen. Das heißt, und dieses Säugetier steckt in uns drin, wenn nicht wie bei den Bonobos dadurch, dass die alle in Liebe sind, quasi dieses Motiv, jemanden besiegen zu müssen, um Sex zu haben, ja, dieses fällt weg. Also der Bonobo-Schenker-Kommunismus ist eigentlich nur deswegen so friedlich, weil er diese Schutzhülle und Schutzdecke dieser ausgeweiteten Sexualität hat. Und das ist sogar bewiesen worden in den Naturwissenschaften. Zum Beispiel hat man festgestellt, wenn ein Mann denkt, nur denkt, er sei der Stiefvater eines Kindes, dann ist die Gefahr, dass er das Kind tötet, 40 Mal größer, als wenn er denkt, es sei sein leibliches Kind. Und da aber bei den Bonobos alle Männer denken, alle Kinder könnten ihre leiblichen Kinder sein, kommt es natürlich auch nicht zur Kindstötung, ja? Aber bei uns, was ist bei uns Menschen dadurch, dass wir, wenn wir in den Schenker-Gemeinschaften oder wenn wir auch in der Gemeinschaft Köln-Süd, ich bin ja auch bereit, Leute aufzunehmen, wo erstmal alles nur auf freundschaftlicher Ebene läuft, aber mein Herz gehört deswegen dem Bonobo-Kommunismus, weil ich eben nicht sicher bin, ob wir diese Löwenmotive und diese Löwenempfindungen und diese gorillaartigen Aggressionen wirklich wegkriegen durch Argumentieren und Denken
oder ob nicht das Natürliche, nämlich dass die Sexualität als Schutzdecke quasi die Aggression wegwischt, sozusagen, ob das nicht der bessere Weg ist, ja? Und da ist eben genau der Punkt. Doch ein Beispiel mache ich dazu, bevor ich euch danach frage, wo ich mich da irre, ist eben, ja, Jannik, bei dir zum Beispiel. Du hattest das auch letzte Sendung oder vorletzte Sendung mal gesagt, dass das Sexuelle auch mal untergeordnet werden solle über das Vernünftige, unter das Vernünftige entscheiden und denken. Wir Biologen haben aber die Befürchtung, vielleicht ist eben die Sexualität bei den Bonobos nichts Eingeordnetes, sondern die Ursache des Gutes tun. Ja, denn wenn ich beim Bonobo die zweckentfremdete Sexualität, diese Decke wegziehe, dann kommt der Löwe wieder und dann kommt der Gorilla wieder. Das sehen wir ja auch daran, dass bei uns die Männer sehr oft Eifersuchtsmorde begehen, weil sie eine Frau, andere Frau begehren, aber weil sie mit der nicht in einer Bonobo-Sexualität leben, sondern quasi den anderen erstmal beseitigen müssen, um selbst an die Frau ranzukommen. Ja? Und das sind alles Hinweise. Da bin ich mir nicht sicher, ob ihr das wegargumentieren könnt, solche starken Gefühle. Ja? Ich mache aber erstmal Wechsel, damit ihr jetzt mir widersprechen könnt. Ne? Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja. Also was ich ja gerne mag, ist die Überlegung, so viel wie möglich auch, sowohl als auch, statt entweder oder zu denken. Zwar bin ich fest der Überzeugung, dass das Wesentlichste bei uns Menschen und auch das, worauf wir am meisten bauen könnten, bauen sollten, das ist unsere Fähigkeit als denkendes Tier, so besonders zu denken und zu sprechen. Also die Kultur einer aufs Ganze schauenden Argumente-Sicht, die Potenziale, die darin liegen und die kein anderes Tier in dieser Weise hat, das ist das, was wir als Mittelpunkt sehen sollten und wo wir versuchen sollten, das auszureizen, bevor es eben über was anderes geht. Aber das heißt nicht, dass gleichzeitig nicht auch ganz viel, also gerade wenn wir sehen, dass das auch unterstützende Wirkung haben kann für eine Kultur der Sanftheit, der Freundlichkeit, der Menschengeschwisterlichkeit, der Liebe zueinander, der Menschenliebe. Also wenn wir das sehen, dass da Faktoren auch hilfreich für sein können, wie jetzt beispielsweise eine Zärtlichkeitskultur, wie sie ähnlich bei den Bonobos auch ist. Also in meinen Augen spricht da ja nichts gegen, dass wir das auch mit kombinieren können. Nicht als Notwendigkeit und nicht, dass wir sagen, die Sexualität ist jetzt wichtiger als das Argumentieren. Das Argumentieren ist unsere Hauptschiene. Aber wenn das andere da sich bestens mit verträgt, ja, dann bitteschön, Kombination. Ja, und das ist auch für mich die Frage, ich greife nochmal zurück auf den anderen Punkt. Ich hatte ja gesagt in meinem Vorbeitrag, für mich ist ganz wichtig zu gucken, was ist die Bewusstseins- und Kommunikationskultur des Friedens oder der Verantwortlichkeit. Ja, und dass wir da halt so gut wie möglich das kombinieren, bevor es darum geht, Ausnahmen zu machen, wo wir doch vielleicht Gewalt anwenden würden, um ja was im Ruder zu halten. Okay, ich gebe ab. Wechsel 4. Ja, achso, doch mal, da muss ich hier stoppen. Wechsel 4. Ja, ich wollte noch mal nachhaken, Öffi. Bist du sicher, dass wenn ein Mann die Frau eines anderen begehrt, dass er diese starken Gefühle, die da oft eine Rolle spielen, dieses Löwenartige und Gorillaartige, dass er das wirklich durch Argumentieren in den Griff kriegt? Ja? Also bist du da sicher, dass er da sozusagen ja letztendlich wirklich, dass er diese starken Emotionen, ich will es mal andersrum fragen, Öffi, bist du sicher, dass der Löwe und der Gorilla
durch Argumente von ihrem Empfinden, ich will den anderen töten und will die Frauen besitzen und will mit denen Sex haben, dass er das so einfach wegkriegen würde? Ist die Natur aus deiner Sicht so schwach? Ja, Wechsel? Ja, gern Wechsel 2 wieder. Ja. Also ich bin mir eigentlich gar nichts völlig sicher, ne? Also ich bin ein Öff-Öff, ein kritischer Rationalist. Ich sehe, man arbeitet mit Wahrscheinlichkeitswerten, man arbeitet mit Logik, also logischen Anhaltspunkten, dass etwas wohl so eintreten wird. Kann trotzdem auch anders sein in der Wirklichkeit. Aber ich sag mal, die höchste Logik, die das Leben hervorgebracht hat, die höchste Logik im Menschen, das, wo du gesagt hast, dieser andere Mensch hat dich an mich erinnert. Dass der Mensch sagen kann, ich identifiziere mich mit meiner Vernunftseele, dass ich so denke, wie das Ganze alles im Ganzen so sinnvoll sein kann. Und das ist der größte Flash. Nicht der sexuelle Orgasmus, nicht irgendein anderes Konsumglück Piep, oder so, piep, piep. sondern, ja, danke schön, ich höre es. Das ist der höchste Flash. Und diese höchste Ebene, die Natur, das Leben und unsere innere Genetik und alles, was wir haben, uns ermöglicht, das ist das Allerwertvollste. Deshalb bin ich auch der Ansicht, dass es gut ist, diese Grundkultur so zu entwickeln. Wie ich gesagt habe, ich bin begeistert von Yannick, wie der das mit diesem Skeptiker in Ende. unseren eigenen Reihen macht. Ja, und den Rest sage ich beim nächsten Mal. Ich habe noch ein paar Anschlussgedanken. Ja, vielleicht kann dich der Janik ja auch ein bisschen Zeit abgeben. Ja. Wenn er mir eine halbe, na, keine halbe Minute, 20 Sekunden gibt, so. Ja, gerne. Ich habe ja noch viel Zeit. Dann Wechsel 3, Wechsel 3. Ja, gut, Wechsel 3. Und also deshalb, ich bin immer der Ansicht, egal ob das jetzt das Erschlagen dieses Bruders ist, der die Gasthofexistenz da gefährdet, oder ein anderes Beispiel, Präsident Obama, der da den Friedensnobelpreis kriegt, und gleichzeitig mit Drohnenbomben Gebirge zerklüftet. Also ich bin der Ansicht, wir müssten diese höchsten menschlichen Fähigkeiten der Friedens- und Verantwortungskultur, die müssten erstmal ausgereizt werden, bevor die Ausnahmen dann so, gerade Gewaltausnahmen angewendet würden. Obama hat nicht erst diese ausgereizte Kommunikationskultur angewendet und wahrscheinlich die Frau, die ihre Kinder erschlagen hat, hat auch nicht erst eine möglichst ausgereizte Kommunikationskultur so praktiziert. Die müssten wir aber erst haben, diese Kommunikationskultur, und die müsste erst angewendet werden, bevor da irgendwelche Ausnahmeverhaltensweisen gerechtfertigt sein könnten. Alles klar, das war der Gedanke, den ich noch anschließen wollte. Ja, Jannik hat noch Konto. Ja, ich habe gerade nichts mehr. Ich gebe ab. Nächste Runde, ja? Ja, gerne. So, na, Wechsel 4. Ja, noch einmal, ich will noch mal nachhaken, weil es könnte sein, dass da wirklich ein entscheidender Irrtum ist. Und ihr wisst ja, dass das, wenn dieser Irrtum da, dass das, dass wir natürlich dann auch noch überlegen müssten, aus welchen Sparten solche Irrtümer kommen. Aber ja, wenn ich mir vorstelle, dass ein Mann, der mit 40-fach größerer Tendenz versucht sein, den Stiefsohn oder die Stieftochter umzubringen, letztendlich wie die Löwen und die Gorillas, um Platz für eigene Gene zu schaffen, damit die Mutter sich dann vielleicht einem eigenen, genetisch eigenen Kind widmen kann und dann seine eigenen Gene in die Zukunft weiter transportiert und deswegen die Gene des fremden Mannes quasi töten will. Das sind so starke Motivationslagen, die bei Bonobos eben nicht vorkommen, weil da diese sexuelle Schutzhülle darüber, die Schutzdecke darüber liegt, ja. Aber bei uns kapitalistischen Menschen und wenn wir in unseren Kommunen eben sozusagen noch in kapitalistischen Beziehungsformen leben, ist halt die Frage, ob wir das wirklich wegkriegen. Und ich mache mal noch, um es noch mal auf die Spitze zu treiben, was die Forschung noch hervorgebracht hat. Ich habe das zwar schon mal irgendwann erwähnt, aber offensichtlich nicht deutlich genug. Ich hatte, glaube ich, berichtet mal, dass bewiesen wurde in der Biologie, dass Mütter ihre eigenen Kinder töten. Unter bestimmten Bedingungen. Nämlich, wenn Mütter in der Geschichte die Situation hatten, dass sie durch ihre eigenen Kinder an einer Chance gehindert wurden, mehr
und vielleicht sogar qualitativ genetisch höherwertige Kinder bekommen zu können, dass sie dann tatsächlich auf versteckte Weise ihre Kinder ermorden durch einfach Reduktion der Fürsorglichkeit und die Kinder dann einfach mal so eben nebenbei sterben lassen, ohne dass es ein ganz offener, direkt erkennbarer Mord ist. Das hat man aber festgestellt, dass es genau immer dann in solchen Situationen so war, dass die Frauen wirklich quasi, dass die Kinder plötzlich aus Versehen gestorben sind. Dann hatten die Frauen die neue Situation, hatten dann doppelt so viele Kinder und hatten also doppelt so viele Chancen, ihre eigenen Gene in die Zukunft zu transportieren. Und bei Schweinen hat man dann das genau dasselbe beobachtet. Wenn ein Schwein zum Beispiel nur 4 Kinder bekommen hat, aber das sich nicht lohnt, weil sie normalerweise mit 8 Kindern natürlich viel mehr Gene in die Zukunft transportieren können, dann fressen die Schweine, was ich natürlich für äußerst brutal halte, was wir also natürlich alles schmerzmildern müssten, aber die fressen wirklich diese neugeborenen 4 Kinder auf, um die Energie nicht zu verlieren. Dann kriegen die möglichst schnell neue Kinder, nämlich dann 8 Kinder, und dann hinterlassen sie tatsächlich in der Zukunft mehr eigene Schweinegene, als wenn sie die 4 Kinder angenommen hätten. Und solche brachialen, urtümlichen, natürlichen Kräfte und Gewalten wollt ihr quasi mit dem Argumentieren wegkriegen, wobei wir halt sagen, ich bin da nicht sicher. Als Naturwissenschaftler müssen wir nicht wirklich den Bonobo-Kommunismus, den der Mensch hatte, als er den Kapitalismus nicht hatte, müssen wir da nicht wirklich zurück zur Natur gehen? Und müssen diese Schutzdecke der multiplen Sexualität wieder machen, damit wir erst gar nicht in die Situation kommen, dass die Frauen Kinder töten wollen, dass die Männer ihre Stiefkinder töten wollen oder dass die Männer Rivalen töten wollen, Eifersuchtsmorde, um an eine hübsche Frau ranzukommen und so weiter. All dass diese enormen Kräfte, ja, wir müssen uns ja noch mal zum Schluss noch mal klar sein, dass das höchste Motiv aus biologischer Sicht ist, eigene Gene in die Zukunft zu bringen. Und wenn Männer so verzweifelt sind, dass sie es nicht schaffen, ihre eigenen Gene in die Zukunft zu bringen, dass sie dann sogar bereit sind, einen Rivalen zu töten, um eine kleine Chance zu haben, dass dieser Mord vielleicht nicht entdeckt wird und dann die Frau mit ihnen Sex hat und dann die Frau ihre Kinder bekommt. Für manche Männer ist das die einzige Chance, überhaupt Kinder zu bekommen. Und das sind so Urgewalten der Natur, dass ich zweifle daran, dass man das nur mit vernünftigem Entscheiden und Denken gegen solche Urgewalten der Natur zurechtkommt. Aber sagt mir, wo ich mich irre. Wechsel? Ja, gern wechselt's mal. Ja. Ich glaube, wir kommen immer wieder dabei an diese Stelle, dass es gut ist, sowohl als auch Strategien zu entwickeln. Also ich würde das weiterhin dann so sehen. Lasst uns erst einmal aus der höchsten Fähigkeit, die die ganze Evolution hervorgebracht hat und die auch unsere wesentlichste Fähigkeit ist, lasst uns daraus erstmal eine richtig gründliche Friedens- und Verantwortungskultur bauen, wo ich sehe, dass das total vernachlässigt wird eben, weil überall diese Korruptionsinteressen oder die kurzsichtigen, irrtümlichen Vorteilsvorstellungen, Vorteilsirrtümer, die Menschen bestimmen. Also lasst uns erstmal diese Vernunft-Argumente-Kultur mal so richtig entwickeln, wo ich ganz begeistert bin von dem, was wir da in Berlin auch in Verbindung mit dem Friedenscamp für eine Werkstatt haben und wie der Yannick da sich da reinschmeißt in diese Werkstattarbeit. Und wir können gleichzeitig schon alles andere, was förderlich ist, so gut wie möglich mit entfalten. Also ich bin sehr sicher, auch einfach, weil es sehr vernünftig ist, dass eine offene Sexualität, also eine freie Zärtlichkeit in diesen Kommunen, unter diesen Menschengeschwistern, ja, sehr stark zum Zuge kommen wird. Und lasst uns dadurch gucken, dass wir, wenn wir alle Mittel des Menschen, um zur Verantwortlichkeit zu kommen, wenn wir die ausreizen, soweit wir können, dass dann, ja, es überhaupt erstmal klappen kann. Und das ist ja angesichts der Weltsituation schon eine riesengroße Fragestellung. Also, wo man ja nicht sagen kann, da ist irgendwo der grüne Bereich so leicht sichtbar. Also, dass es überhaupt klappen kann. Und
dass dann eventuelle Ausnahmefälle mit Menschen, die, was weiß ich, aus ja auch Psychopathie und anderen Gründen zu viel Schaden anrichten würden und die nicht mit den Friedensmethoden erreichbar sind, dass da dann vielleicht auch Gewaltausnahmen angebracht sein können. Aber lasst uns erst die anderen Mittel, die friedlichen Mittel, die Vernunft und ihre Argumentationsmöglichkeit als erstes und dann auch Zärtlichkeit und Liebe als zusätzliches. Lasst uns das ausreizen, so gut es geht. Und dann gehen wir verantwortlich mit den Dingen um. So meine feste Überzeugung. Ich gebe weiter. Ja. Ja, Wechsel 4 noch mal kurz. Ja, ich meine, wir müssen uns nur noch mal klar sein. Wenn die Naturwissenschaft recht hätte und sagen würde, der Gedanke, dass man mit der Kraft des Geistes die natürlichen Urgewalten genauso gut eindämmen könnte, wie es bei den Bonobos gelungen ist, wo ja wirklich Gewalt, wirklich fast praktisch, ich kenne bei Bonobos praktisch Gewalt immer nur, wenn zum Beispiel die sexuelle Befriedigung eines jungen Mannes vernachlässigt wurde, dann fängt er an, Kinder zu quälen und dann geht die Frau hin und hat wieder Sex mit ihm und dann ist er wieder in Liebe und dann lässt er die Kinder wieder in Ruhe. Weil bei ihm der Löwe kurzzeitig durchgekommen war, der Löwe und der Gorilla durchgekommen war, aber die Frau erkannt hat, ja, der war sexuell vernachlässigt worden. Und bei dem anderen, bei dem es nicht auf die sexuelle Vernachlässigung ankommt, sondern der einfach so andere Kinder quält und so weiter, also irgendwie wirklich da nochmal tiefer gestört sein muss, da rotten sich dann die Frauen zusammen und vertreiben ihn oder töten ihn ganz direkt. Ja, Wechsel. Also da nochmal, also warum irren wir uns, wenn wir da so glauben, dass wir da vielleicht mit diesen Urkräften dann auch wieder mit den Mitteln des Zurück zur Natur vorgehen sollten? Alle haben noch Konto. Wechsel Wechsel 2. zwei, ja. Wie gesagt, immer erst die friedlicheren Mittel, die geistigeren Mittel anwenden, bevor wir primitivere oder gewalttätigere Mittel anwenden. Und ich bin der festen Überzeugung, da wird nicht allzu viel notwendig sein. Also eine richtig schön ausgearbeitete Kultur, wie wir leider eben, was ich jetzt nochmal extrem beklagen muss, mit so ganz wenig Leuten so und vielleicht als Einzige überhaupt. Also wie wir da jetzt so solche Kulturwerkstätten machen, das ist das, wo wir die Verantwortung für haben, dass Piep, das erstmal wirklich richtig ausgereizt wird, ne? Und so, wenn das nicht gemacht wird, macht man sich schuldig. Also wenn die Menschheit oder irgendwelche Einzelnen sagen, sie greifen schneller zur Gewalt und zu anderen Mitteln auch der Befriedung an der Vernunft und den Argumentationsmöglichkeiten an Friedenskommunikation vorbei, Ende. da macht man sich schuldig. Ja. Ich gebe weiter. Ja, Wechsel 4. Ja, also ich wollte noch mal kurz daran erinnern, welche Sparten es dann sind. Ja, zum Beispiel, dass die Schenkerbewegung sich etwas schwer tut, ich finde es ja schon mal toll, dass die Schenkerbewegung auch so offen ist zum Thema Körperlichkeit, ja, und so positiv dazu steht. Aber warum wir Naturwissenschaftler da noch etwas offener sind, liegt halt daran, dass wir eben sagen, ja, vielleicht spielt da doch noch aber das muss ich in der nächsten Runde bringen, die vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungssparten eine gewisse Rolle bei den Schenkergemeinschaften. Aber das müssen wir dann, jetzt habt ihr noch das Konto 3 ist noch schön voll. Also Jannik, aber der kann Ja, ja auch Wechsel weitergeben. 3. Ja. Ich bin, ja, ich bin am Mitdenken und wird jetzt aber in die nächste Runde weitergehen. So, dann geht's in die Ach nächste ja, Runde. der Henning ist mit reingekommen, sehe ich gerade.
Ach so, da muss er sich melden, denn wir gucken ja nicht ständig auf den Bildschirm. Dann lege ich jetzt mal für die nächste Runde auch für den Henning eine Uhr an, ja? So, dann hat er wieder seine alte Wechsel 5, kann er wieder benutzen. So. So. Henning, hast du uns gehört? Na, ich bin mal Ja, gespannt. ich habe gehört. Ja, wir beginnen die nächste Runde und da kannst du dann auch wieder dich beteiligen, ne? Ja, ist gut. Ja, also jetzt Wechsel 4. Ja, also der Punkt ist halt der, dass wir Naturwissenschaftler, weil wir ja sagen, das oberste Motto alles Sprechens miteinander ist, wo irr ich, wo du. Und wir halten es halt für möglich, dass die Nahrungssparten haben ja in den letzten 400.000 Jahren ständig ihren vorteilbringenden Irrtum wiederholt. Naja, Sexualität ist so eine Sache, die muss geregelt werden, die muss reguliert werden, die muss in die Monogamie hineingeregelt werden und die muss so geregelt werden und so geregelt werden und die Homosexualität muss unterdrückt werden und die Bisexualität muss unterdrückt werden und das ist, ja, und so weiter. Und wir Naturwissenschaftler sagen, ja, hoppla, wenn wir den Kapitalismus aber nicht hätten, hätten wir gar keine Regulierung, ja? Und dann ist es vielleicht eben so, dass wir sagen würden, ja, die Nahrungssparten, die ja den konsumsüchtigen, sexuell deprivierten, also sexuell verarmten, einsamen, kaufsüchtigen Single brauchen, der möglichst viel Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten konsumiert, der steckt noch ein bisschen aus unserer Sicht in den Schenker-Gemeinschaften drin, während wir eben als Naturwissenschaftler sagen, ja, wir sind auch bereit, Gemeinschaften erstmal wirklich nur auf der freundschaftlichen Basis zu beginnen. Aber ich selbst wäre dann an dem Unterexperiment Bonobo, Schenker, kommunistische Gruppenehen besonders interessiert, weil ich einfach zweifle, bei aller Kenntnis dessen, was in der Natur ist, dass der Kapitalismus, der den Löwen in uns und den Gorilla in uns wieder hat, quasi im Sinne einer Regression auf den Löwen und eine Regression auf den Gorilla, hat der Kapitalismus erzeugt, indem er diese Schutzdecke der Bonobosexualität weggezogen hat, sozusagen. Und diese Urgewalten, quasi einen Löwen zu bremsen, der auf dem Sprung ist, einen anderen Löwen zu töten und die Babys zu töten. Das sind solche Urgewalten, dass ich einfach nicht glaube, dass ich den Löwen dazu überreden kann, seine einzige Fortpflanzungschance, die er hat, aufzugeben. Ja? Denn das ist quasi so, wir haben das bei den Feigenwespen gesehen in der Wissenschaft, ja? Wo wir festgestellt haben, dass die sich anfangen innerhalb einer Feige, die Männchen, die noch nicht sich fortgepflanzt hatten, dass die sich alle in Einzelteile regelrecht zerlegt haben, weil die gekämpft haben bis auf das letzte Körperglied hin. Und am Ende blieb dann eine männliche Feigenwespe übrig und die hat dann das letzte Weibchen gekriegt. Das heißt, die waren bereit, ihr gesamtes Leben zu zerschreddern, diese Feigenwespen, Männer, nur um die kleine Chance zu haben, ihre Gene in die Zukunft zu bringen. Denn wenn sie ihre Gene nicht in die Zukunft bringen, dann sind sie ausgestorben und das ist das Schrecklichste, was quasi DNS widerfahren kann. Und das, solche Dinge wirklich zu regulieren und zu steuern, ohne diese Schutzdecke der ausgeweiteten Sexualität der Bonobos da wirklich als Trick zu verwenden, als Naturtrick zuzulassen und zurückzufinden, ja, da weiß ich nicht. Also da schätze ich diese Gewalten der Natur so gewaltig ein. Und ich erinnere dich, Öffi, ja auch noch mal dran. Ne? Du erinnerst dich ja sicherlich noch an die Leute, die versucht haben, dich umzubringen. Ja, da waren ja auch irgendwelche Kräfte. Vielleicht waren die auch zurückzuführen auf solche Art löwischen Motive, gorillaartigen Motive, die da irgendwie
eine Rolle spielten, vielleicht natürlich auch mit psychotischen Zuständen gemixt, aber da hast du ja auch sicherlich erlebt, was die Urgewalten da auch in Menschen sein können. Und sagt mir, wo ich mich irre. Ich mache erstmal Wechsel. Wechsel. Alle haben volle Konten. Ja, Wechsel 2. Ja. Also ich stimme dir sofort zu, dass da gewaltige Motivkräfte wirken. Und beim Menschen sind die noch unberechenbarer als bei den Tieren, weil alle unsere Einzelmotive, die Sucht nach Sex, Genfortpflanzung, aber auch Besitz, Eitelkeit, Rangordnungsvorstellung einfach im Sinne einer Machthierarchie. Also das kann bei Menschen alles maßlos und pervers werden. Es ist nicht irgendwie so in ein festes Muster eingezwängt. Nicht irgend hat keine festgelegten Zügel so. Und insofern, also da sofort zustimmen. Aber gerade deshalb bin ich der Ansicht, wir sollten immer erst die Vernunft und ihre Möglichkeiten anwenden, weil unsere Unausgegorenheit durch unsere höchste Ausgegorenheitsfähigkeit angegangen werden muss. Bitteschön. Wechsel 4. Ich warte nur gerade das Piepen ab, damit das nicht stört. Ja, Wechsel 4. Ja, da ist ja, glaube ich, der große Unterschied, dass du sagst, quasi die Genfortpflanzungsidee könnte so übermäßiges Ausmaß gewinnen, während wir Naturwissenschaftler sagen, ja, das Oberste, was überhaupt in einem Lebewesen drin ist, ist dieser Zwang zur Genfortpflanzung in die Zukunft hin. Und damit sein stärkstes Motiv, wo sein eigenes Leben keine Rolle mehr spielt, die berühmte Mutter, die bereit ist, sich selbst töten zu lassen, wenn sie nur dabei ihre Kinder rettet für die Zukunft und so weiter. Das sind solche Urmotive des Natürlichen. Und während in der Schenker-Denkweise sozusagen das relativiert wird als nur eins von vielen möglichen Motiven, ja, die Genfortpflanzung, aber während wir sagen, das ist leider unser Herrscher, unser oberster Herrscher, gegen den wir gar nichts können. Und die Bonobos haben Wechsel ja auch... Wechsel 2. Ja, Wechselwunsch, ja, Sekunde, dann mache ich nur noch kurz zu Ende. Während unsere die Naturwissenschaft uns eben gezeigt hat, dass die Bonobos ja eben keineswegs auf die Fortpflanzung verzichten, sondern nur ein System haben, in dem sie durch Gewalt nichts gewinnen könnten an Genfortpflanzung, sondern nur durch Gutes tun etwas gewinnen können. Ja, Wechselwunsch, komme ich nach, Wechsel 2. Ja, dass das beim Menschen eine größere Offenheit hat, also wie die Motive sind und welches Gewicht sie haben, zeigt sich ja alleine daran, dass die Fortpflanzung in konsumreichen Gesellschaften immer mehr zurückgeht, dass die Menschen gar keine Familie oder Nachwuchs oder so, das ist ihnen gar nicht mehr so wichtig wie ihre Karriere und ihre Konsummöglichkeiten. Das ist ja ein bekanntes Problem der Wohlstandsgesellschaften. Weshalb eben auch sogar mit Blick auf Afrika und andere Länder gesagt wurde, entscheidend ist, dass wir den Lebensstandard erhöhen, dann werden die Leute schon auch ihre Vermehrung reduzieren, weil das so gut klappt mit der Ausrichtung auf individuellen Konsum als höchstes Lebensglück. Also von daher glaube ich, unabhängig davon, wie stark es im Tierreich ist und ohne zu leugnen, dass es auch für Menschen eine ganz hohe Bedeutung haben kann, aber die Vielfalt der Motive, die bei uns auch eben maßlos und pervers werden kann, also ich halte das ja nicht unbedingt für was Gutes, dass Konsumgier das Fortpflanzungsinteresse sogar überwiegen kann. Aber wir haben viele Motive, die maßlos und pervers werden können. Und ich wiederhole nochmal meinen Schlüsselsatz. Wir sollten angesichts der besonders hoch aufgedrehten Unausgegorenheit, zu der wir Menschen fähig sind, auf jeden Fall unsere höchste Fähigkeit zur Ausgegorenheit
nämlich die vernünftige Sinnorientierung und Verantwortungsorientierung im Ganzen so stark wie möglich auch machen und ausreizen und ergänzen mit allem anderen. Und dann müssen wir hoffen, dass das Beste dabei erreicht werden kann. Ich gebe weiter, wechseln. Ist auch gerade piep, piep, piep. Ja, Wechsel 4 noch mal kurz. Ja, diese Geschichte mit dem Rückgang der Fortpflanzung in westlichen Kulturen, das ist aus meiner Sicht ein einziges Irrtumsgebäude. Denn das hatte ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, dass nämlich die Frauen ja durch unsere völlig verfehlte Politik, die auf den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten beruht, dazu gebracht werden, dass je erfolgreicher sie werden, desto weniger Kinder sie bekommen. Das ist ja aber nicht als etwas Konstruktives zu werten, sondern außerdem gibt es ja keinen Fortpflanzungswunsch. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass es keinen Wunsch gibt, eigene Gene in die Zukunft zu transportieren, sondern es gibt den Wunsch nach dem hochattraktiven sexuellen Liebespartner. Und der ist nach wie vor dann aber auch in diesen Gesellschaften sogar sehr, sehr hoch. Ja? Also das heißt, diese ganze Geschichte trifft nicht zu mit den wie sagt man, mit diesen, da müssten wir dann noch mal länger drüber sprechen. Meine Zeit ist aber zu Ende. Wechsel. Ja, Yannicks auf Yannicks Uhr, auf der Uhr 3 ist noch viel Konto. Ne? Die könnt ihr ja noch nutzen. Der Dings ist rausgefallen. Ich habe gerade nichts. Ich geb gerne die Zeit. Wenn Öffi noch was hat, könnt ihr die Uhr 3 ja, nutzen. Ja, gebe ich gerne ab, ja. Ja, ich kann noch mal Wechsel 2 machen. Wechsel 3. Wechsel 3, genau, Wechsel 3. Also ich muss sagen, also ich erlebe ja auch Szenen, auch Alternativszenen. Und also jetzt diese Konsumorientierung, das Bequeme zu nehmen und Glück eher, ich sag's jetzt mal krass, darin zu sehen, sich die Birne richtig voll zu kiffen beispielsweise. Also ich habe einen ganz engen Freund, der hat das mit dem Kiffen so weit getrieben, dass er völlig impotent war. Überhaupt gar kein Interesse mehr hatte, mit irgendwelchen Frauen was zu machen. Und auf jeden Fall gibt es da eine ganze Reihe Leute, denen das Soziale insgesamt viel zu anstrengend wird. Also jetzt dann Beziehung oder gar Ehe und Familie eben und sich mit Kindern beschäftigen. Die einen verzichten drauf, weil sie denken eben, das steht ihrer Geldkarriere und was weiß ich, dem Luxuskonsum, den Reisen und was weiß ich, alles zu sehr im Wege dieser sogenannten individuellen Freiheit. Aber auch die anderen, die eben jetzt nicht gerade die Reißer sind im Sinne der kapitalistischen Karrierevorstellung. So viele, die, wenn man sie fragen würde, sagen würde, nee, das ist mir alles viel zu stressig, gebt mir den nächsten Joint und lasst mich in Ruhe mich hinsetzen, dann bin ich schon glücklich. Und so viel wie möglich davon. Also das ist unglaublich, was die Menschen da fertig bringen an Motiven, an leitenden Motiven für ihr Verhalten. Okay, so viel soll erstmal reichen dazu. Ja, sollen wir nächste Runde gehen? Ja, von mir aus. Ja, dann machen wir die nächste Runde. Moment, wieder die Uhren alles sorgfältig stellen, damit wir da nicht durcheinander kommen können. Ja, jetzt hat sich's. Ja, Wechsel 4. Ja, Öffi, da stimme ich dir ja völlig zu, das Beispiel mit dem Kiffen und so weiter. Ja? Mir geht's doch selber so. Gestern war Karneval in Köln, ne? Und die hübschen Mädchen wieder unterwegs, halt nackt so. Aber das Soziale ist mir ja auch zu anstrengend. Wenn ich denke, wie viel Energie ich in den letzten Jahren, also die Zeit, wo ich so 150 Freundinnen in meinem Leben hatte, ist ja in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden bei mir, ja? Und wo ich dann einfach so die Kalkulation auch hatte, sozusagen, wenn ich mich bemühe um Frauen,
Und das Lusterlebnis des guten Sexes, der dabei rauskommt, wenn ich das in Bilanz zueinander stelle, dann ist die Kalkulation erschreckend negativ. Und deswegen habe ich ja auch, gucke ich ja im Moment Krimis, ja, weil ich sage, auch wenn ich jetzt rausgehe und jetzt mit Frauen flirten würde und so weiter, aber im Ergebnis ist das im Kapitalismus so frustrierend, weil ja Frauen durch den Kapitalismus eher zum Flüchten vor Sexualität angehalten werden, sozusagen. Sozusagen die anständige Frau lässt sich nicht als Hexe verbrennen, sondern hat einfach keinen Sex, sozusagen, überspitzt gesagt. Und beim Karneval eben, ja, also das ist mir alles auch zu anstrengend. Da verstehe ich den Menschen, der sagt, ich blase mir die Birne weg mit dem Haschisch, ja, bis ich gar keine Lust mehr habe auf Sex. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Aber das zeigt ja nur den Krankheitszustand im Kapitalismus. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, nochmal, dass das ganz klar ist. Es gibt kein Motiv eines Lebewesens, seine eigenen Gene in die Zukunft zu transportieren. Aber die Motivationslagen in den Lebewesen sind von Natur aus so gestaltet, dass sie das alles dafür tun, dass es am Ende doch zu einer Genfortpflanzung kommt. Also Beispiel, kein Mann in der Natur will sich fortpflanzen, sondern er will den Sex mit den wunderschönen Frauen haben und dafür schenkt er den Frauen und Kindern gute Nahrung, ja? Und dann hat er Sex mit denen und dann hat er damit die größte Chance, dass tatsächlich seine Gene in die Zukunft kommen, obwohl ihn eigentlich nicht der Gentransport interessiert, sondern nur der Sex mit den Frauen. Und deswegen kann es natürlich in einer kapitalistisch völlig verwirrten Kultur sein, dass vielen Leuten, vielen reichen Leuten es nur wichtig ist, Sex mit jungen Frauen zu haben, ob die schwanger werden oder nicht, ist denen scheißegal. Es ist eher so, dass sie es eher nicht wollen, dass die schwanger werden, weil der Sex ist ja in der Natur. In der Natur gibt es ja keine Verhütungsmittel. Ja? Und in der Natur ist der Sex ja eigentlich, wenn ich den Sex anstrebe, dann strebe ich ja in der Natur automatisch schon den Gentransport an. Ja? Also ich will damit immer sagen, das, was das Endziel der bestimmten Motive ist, ist aber in den Motiven nicht verankert. Es gibt kein gesundes Lebewesen, das hingeht und sagt, ich habe einen Trieb danach, meine Gene in die Zukunft zu transportieren. Nein, ich habe den Trieb danach, als Löwe an die hübschen Löwinnen ranzukommen und die zu begatten. Das macht, weil mir das Spaß macht. Nur dieses Motiv gibt es, dass dann in Folge auch Kinder entstehen. Das ist in der Natur automatisch und zwangsläufig. Ja, Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja. Ja, also dass ja die Natur so Wirkmechanismen hat, die so einprogrammiert sind, dass das Lustmotiv im Augenblick gar nicht auf den abschließenden Zweck so unbedingt fixiert sein muss. Gerne zugestanden. Aber wie gesagt, bei Menschen ist die Motivlage, woran der eben so überwiegend Spaß haben kann oder Lust empfinden kann, ist sehr aus den Fugen, also dass auch diese Mechanismen ja nicht mehr greifen. Bei uns, also jetzt alleine auch schon, wie viele Leute oder ist ja eine große Frage unter vielen Leuten, hat man am Ende durch Selbstbefriedigung oder Pornokonsum oder sowas höhere Lustempfindungen, als wenn man sich eine anstrengende echte Frau eben auch zumutet. Und also da sind so viele Motive beim Menschen mit seiner in Anführungszeichen kreativ-künstlerischen oder technischen Ausgestaltung seines Lebens, auch schon seine eigenen Motivstrukturen. Ja, ich sage nicht, dass das was Tolles ist, ne? Wechselwunsch. Toll wäre es, ja, toll wäre es, wenn wir das mit Vernunft verantwortlich gestalten, aber da ist diese durchwachsene Vielfalt. Ja, also Wechsel 4. Ja, also genau das ist es, dass heutzutage ist sogar im Kapitalismus kann es rational sein, sich für Pornografie und Selbstbefriedigung zu entscheiden, weil eben die Frauen durch ihre vorteilbringenden Irrtümer genauso wie die Männer, die sie wiederum zu ihrem Fehlverhalten verleiten, das Ganze so schwierig gestalten, dass also realer Sex mit realen Frauen sozusagen Stress ist.
Hektik ist und Stress und unbefriedigend ist, während mit Pornografie und Selbstbefriedigung das wenigstens einigermaßen nett noch sein kann. Ja, also, aber das sind ja alles kapitalistische Verrücktheitszustände, ja? Also das sind alles Zustände, die ich ja gerne ändern möchte. Und ich muss noch mal zurückkommen auf die Stiefkinder. Warum tötet ein Mann Kinder, von denen er denkt, dass sie seine Stiefkinder sind und nicht seine leiblichen Kinder? Das ist genau das, was ich meine mit der Schutzdecke der Bonobos wegnehmen. Löwen sind halt so, dass sie eben ein Programm haben, dass es ihnen irgendwie attraktiv erscheint, Stiefkinder zu töten. Löwen sind nun mal so, ja? Und genauso steckt dieses Säugetiererbe in uns. Und wenn der Kapitalismus uns diese ausgeweitete Bonobosexualität wegnimmt als Schutzdecke gegen diese Gewalt, dann kommt in uns der Löwe durch, der gerne eben Stiefkinder tötet. Und dann töten Männer, Menschenmänner, bewiesenermaßen, das ist also naturwissenschaftlich bewiesen worden, mit 40-fach größerer Wahrscheinlichkeit. Also ein Mann, der denkt, das Kind da vor mir ist ein Stiefkind, der wird das mit 40-fach größerer Wahrscheinlichkeit töten, als wenn er denkt, es sei sein leibliches Kind. Und das sind so diese Dinge, wo ich dann mich frage, ist es wirklich Ja, ratsam? Ja, also Wechsel 2. Wechsel, ich bin auch gerade fertig, Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja. Ja, aber die Menschen haben aus ihrer geistigen Vielfältigkeit, ihren vielfältigen Möglichkeiten, dann zum Beispiel auch die Möglichkeit auf eigene Kinder, auf Sex und eigene Kinder, auf beides sogar, vollständig selber zu verzichten, um sich um andere vernachlässigte Kinder, zum Beispiel Dritte Welt, Entwicklungshilfe oder so, zu kümmern. Kenne ich eine Reihe von Leuten, die solche Entscheidungen treffen. Und von daher, also wir haben die große Vielfalt. Sie kann auch sehr unausgegoren und schädlich sich auswirken, vor allem in Verbindung mit den kapitalistischen Technik- und Kulturgestaltungsmöglichkeiten. Keine Frage. Aber wir haben, glaube ich, keine bessere Hoffnung, als dass wir dann hingehen und alle Mittel Wechselwunsch. für Frieden und Verantwortung zu aktivieren. Das Höchste ist wahrscheinlich die verantwortliche Denkfähigkeit und alles andere so gut wie möglich mit dazu. Ja, Wechsel. Wechsel 4. Ja, eben genau da glaube ich, also wir sehen zwar tatsächlich im Kapitalismus so eine scheinbare Vielfalt, dass Menschen vielleicht sogar ganz auf eigenen Sex verzichten können und sich um Kinder anderer kümmern können und so weiter. Aber wir werden, wenn wir das genau analysieren, werden wir dahinter erkennen, dass es vielleicht der geschickteste Weg ist, um doch noch an Sex heranzukommen, mit diesen Dingen ist sozusagen und also. Die Unterstellung, dass die Menschen so einfach so eben ihre natürlichen Antriebe, die ich gerade nannte, Stiefkinder töten, Sex mit hübschen Frauen und hübschen Sexualpartner zu haben und so weiter, die einfach so, dass die einfach so weggehen, da habe ich so meine Zweifel halt. Ja, Wechsel. Na, welche Uhr ist denn das jetzt hier? Ja. Ja, Moment. Ja. Ja, ihr beide habt noch Konto. Ja, Wechsel 3. Ja. Also bei der Sexualität ist ja auch nicht nur, oder jetzt im Menschenbereich zumindest, ist ja nicht nur die alleinige Körperempfindung, also nicht nur die alleinige sinnliche Körperempfindung, sondern auch, da ist ja dann auch eine eventuell eine geistige Verbundenheit. Also wenn ich jetzt mit einer wildfremden Frau, die ich einfach nur körperlich attraktiv finde, eventuell und also ich weiß nicht, da, ich denke da, dass da irgendwie sinnvollerweise eine nicht nur dieses materielle sich ab wenn man das ja was heißt abkonsumieren, aber so dieses materielle sich begegnen, sondern auch diese geistige Verbindung da ist. Ja, und das sollte dann schon, damit es dann ein wirklich sinnliches Erlebnis ist und nicht nur irgendeine oberflächliche
ein oberflächliches materielles Erleben. Ja, das sollte eben auch da so eine nachhaltige, geistige, sinnvolle Verbindung sein, meiner Meinung nach, damit es dann auch wirklich ein nachhaltig befriedigendes Erlebnis ist und nicht nur ein kurzfristiges Erlebnis. Und dann erscheint mir das auch sinnvoll, das anzustreben, also das irgendwie so sinnvoll zu integrieren also nicht nur, was habe ich jetzt kurzfristig da für eine angenehme Körperempfindung, sondern was kann ich da langfristig mit aufbauen mit so einer Beziehung, Wechsel. Ja, also mein Konto ist leer, ihr habt beide noch was auf der Uhr. Ja, Wechsel 2. Das, was der Yannick sagt, entspricht natürlich auch dieser höchsten Fähigkeits- und Motivationsebene des Menschen, die wir aus meiner Sicht brauchen, weil er sonst eben auch ja durchwachsene und schädliche Motive und Verhaltensweisen praktizieren kann und was uns ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen kann, um Dinge dann positiv auch zu gestalten, die eben ohne Denken in der Natur durch andere Mechanismen geregelt werden mussten und wofür wir sowieso Ersatz finden müssen. Also ich denke jetzt daran, dass eine Beziehung dann nicht nur die Verbindung von körperlichem und geistigem enthält, sondern wenn dann Männer und Frauen auch durch ein geistiges Band vor allem zu Partnerschaften kommen, und das eingebettet ist eben auch in eine, ja, ich höre, Dankeschön, wenn das eingebettet ist in eine Gruppenkultur, eine Gemeinschaftskultur, wo man auch gemeinsam dann drüber nachdenkt, also mit dieser geistigen Fähigkeit und Verbundenheit, was ist sinnvoll zu tun? Dann kann das nämlich auch dazu führen, dass man eine freiwillige, vernünftige Geburtenplanung durch die Ende. geistige Fähigkeit hinbekommen kann. Ihr habt aber noch auf der Uhr 3 habt ihr noch Konto. Der Janik kann dir ja noch Zeit geben, wenn du das nochmal ausführen willst. Och, nö, hab eigentlich alles gesagt. Ja. Schlussrunde, Ja, ja? ich habe. Jo. Dann machen wir, jetzt gucke ich gerade mal, na, was machen wir als Schlussrunde? Wir haben noch 10 Minuten. Da machen wir. Na, die Uhr ein bisschen schwer zu bedienen hier. So, Schlussrunde liegt auf. Moment. Ja, also nicht vergessen, Schlussresümee für heute, Wechsel 4, ja. Mein Schlussresümee ist also, dass ich hoffe, dass ich in der heutigen Sendung den Zuschauern nochmal helfen konnte, dass sie so ein bisschen in die Vorstellungswelt, was sind vorteilbringende Irrtümer der Sparten im Kapitalismus, die uns völlig geistig verwirren, Beispiele da geliefert zu haben und dann, dass ich eben nach wie vor der Meinung bin, dass ich bei den Schenkergemeinschaften so einen Rest der vorteilbringenden Irrtümer der Konsumgütersparten sehe, so nach dem Motto, bloß nicht die Sexualität ganz freilassen in die völlige Natürlichkeit, die Konsumgüter leben nun mal in erster Linie von der Unterdrückung der Körperlichkeit und der Sexualität. So nach dem Motto, wer sexuell unbefriedigt ist, kauft mehr Zigaretten, Süßigkeiten und Alkohol. Ja? Und da ist eben der Punkt, dass wir Naturwissenschaftler dann eben sagen, ja, wenn wir doch den Kapitalismus eh loswerden und die vorteilbringenden Irrtümer eh alle verschwinden, dann können wir doch auch der Natur wieder ihren ganzen Lauf lassen. Und wir vertrauen darauf, dass Bonobos diese Erde niemals beschädigt hätten. Also quasi Bonobos mit ihrer friedlichen Art zu leben, mit ihrem pazifistischen Umgehen mit der Welt und mit ihrem liebevollen Umgehen und mit diesem
ungewöhnlich, mit dem geringsten Maß an Gewalt bei allen Säugetieren überhaupt, dass diese der Erde niemals Schaden hätten zugefügt. Aber wir Menschen zusammen mit dem Kapitalismus haben es getan. Und wenn wir Menschen den Kapitalismus wirklich ganz rauswerfen würden, ihr wisst ja, mit der GWÖ-GWO-Kombi will ich den ja ganz rauswerfen, auch politisch, dann kann ich doch auch wieder der Natur vertrauen und kann dieser ungeheuren Friedlichkeit der Bonobos mit ihrer Schutzdecke, kann also auch dem vertrauen, dass wenn wir uns wieder zurückentwickeln würden zu Savannenbonobos, im positiven Sinne zurückentwickeln würden, weil wir noch immer die gleichen Gene da in uns tragen, dann hätte ich da einfach keine Angst vor. Ich glaube nicht, dass man etwas regulieren muss, was ein perfektes System ist. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja. Wir sind diese Bonobos nicht mehr und ich halte es für ein unnötiges Risiko, zu sagen, wir nehmen die Kapitalismus-Irrtümer weg, dann wird es wohl wieder funktionieren können wie bei den Bonobos, ohne dass wir diese Fähigkeit des Denkens und so weiter, die Freiheit unserer Motive dazu bekommen haben, ohne dass wir da irgendwas mitmachen müssen. Aber ich sehe auch überhaupt gar keinen Grund. Also es ist riskant, weil es eventuell gar nicht mehr funktioniert und es ist auf jeden Fall viel zu hochwertig und enthält viel zu viele Möglichkeiten, auch ein Optimum draus zu machen. Also wenn wir unser Denken und unsere Verantwortung, unser Verantwortungsbewusstsein da so voll wie möglich entfalten, jemand, der es erkennt, wird da nie drauf verzichten wollen. Und es bringt die Menschheit vielleicht dazu, die Intelligenz des Universums zu werden. Bitteschön. Das ging ja jetzt schnell. Wechsel 4. Ja, ich glaube, da ist eben dieser ganz, für die Zuschauer nochmal sichtbar, dieser ganz große Unterschied zwischen den Schenker-Gemeinschaften und jetzt den naturwissenschaftlichen Gemeinschaftsideen, dass wir eben sagen, diese Freiheit der Motive, gibt es eben gar nicht. Die gibt es nur im Denken der Schenker-Gemeinschaften. Denn der Mensch ist nicht der Befreite der Natur. Der ist für uns Naturwissenschaftler ja genauso ein Säugetier wie der Bonobo. Das heißt, der ist eben nicht so frei. Deswegen begehen ja Menschen auch solche Gewalttaten, wenn sie eben und verhalten sich plötzlich wieder wie Löwen, wenn man ihnen die Sexualität als Schutzdecke wegnimmt, dass sie dann plötzlich Löwengewalt sozusagen wieder praktizieren und Gorilla-Gewalt. Also diese Freiheit der Motive, die gibt es nur im Denken von Geisteswissenschaftlern. Im Denken von Naturwissenschaftlern ist diese Freiheit nicht existent. Wechsel. Also ich glaube, dass auch die Naturwissenschaftler das anders sehen und dass sie sehen, dass die Menschen schon aus diesen Reizreaktionsmustern, wie bei den anderen Tieren, auch bei den Bonobos stärker rausgekommen sind, als das da ist. Aber, dass es das gibt, beweisen halt Menschen dann wie Yannick und ich, indem wir einfach so anders sind, genau diese Geistesmotivation als das Entscheidende betrachten und dafür alles andere unterordnen würden. Wechsel 4. Ja, eben, ja, natürlich, es gibt auch schlechte Naturwissenschaftler, die von Geisteswissenschaftlern da infiziert sind, aber die richtig guten Naturwissenschaftler wie Dawkins und so weiter wissen selbstverständlich, dass nichts, da rein gar nichts bei uns Menschen grundsätzlich anders ist als bei den Bonobos und grundsätzlich anders ist als bei den Gorillas, sondern nur eben bestimmte genetische Unterschiede und genetische Varianten da sind. Ne? Ja, aber mein Schlusswort für heute ist eben, weil meine Zeit jetzt schon, ja schon wieder abläuft, ist eben, ja, genau da kommen wir halt nicht weiter, aber ich hoffe, dass es für die Zuschauer doch interessant ist, einfach mal so da die extremste Spitze der naturwissenschaftlichen Denkweisen mit Professor Richard Dawkins und modernes geisteswissenschaftliches Denken nochmal so auf als zwei Pole dann wahrnehmen zu können, ne, die sich doch unterscheiden. Ja, ihr habt noch Konto. Ja, ich kann Wechsel 2. Ja.
Ich kann sagen, ja, Schlusswort eben, ob da diese Unterschiede so in der Weise jetzt begründet sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber jedenfalls, ich glaube, auch aus der heutigen Sendung ist hervorgegangen, dass wir eine Kombination aller unserer Fähigkeiten zu verantwortlicher Entwicklung praktizieren sollten. Und im Endeffekt ist es ja so jetzt, dass es uns alle hier dazu führt, Kommuneversuche zu machen, in denen sich verantwortliches Denken mit solchen Unterstützungsfunktionen wie freier Zärtlichkeit, Liebe und so weiter verbinden kann, dass wir da alle engagiert sind und versuchen gleichzeitig noch mit Aussteigerstrategien und Reformstrategien in die Gesellschaft auch hineinzuwirken. Ja, du hättest jetzt noch ein paar Sekunden gehabt. Du weißt doch, immer 20 Ja, also Sekunden. insofern, ja, freue ich mich darüber, ne? Lasst uns mit dem sowohl als auch so viel wie möglich reißen für verantwortliche Entwicklung in der Welt, ne? Und ich bin total begeistert von dem Pionier-Werkstatt-Experiment da auch in Verbindung mit dem Friedenscamp in Ende. Berlin. So, Jannik hat noch Konto für seine Schlussrunde. Ja, Wechsel 3. Ich schließe mich da gerne Öffis Worten an. Ich denke auch, dass wir das alles sehr schön kombinieren können, sowohl dieses Verantwortungskommune-Leben und auch mit einer sehr ja, guten Sexualität. Und freue mich, wenn wir da in die Richtung weiterdenken und auch ja, auch in der Praxis versuchen, weiterzuarbeiten. Und ja, bedanke mich fürs Gespräch und wünsche uns einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ja, und das Gemeinsame von uns allen ist ja, dass wir versuchen, die Menge des Gutes tun von Menschen zu maximieren. Nur, dass wir uns noch nicht ganz einig sind, wie wir das, wenn wir das überhaupt hinkriegen würden, bei irgendwelchen Menschen, wie wir das, mit welchen Wegen wir das in der größten Menge und in der größten Breite maximieren könnten, das Gute tun. Da gibt es halt Unterschiede noch zwischen den naturwissenschaftlichen Denklinien und den geisteswissenschaftlichen oder die zumindest den Schenker-Gemeinschaftslinien. Aber die Masse der Menschen ist ja gar nicht beschäftigt mit der Frage Gutes tun und auch leider überhaupt nicht beschäftigt mit der Frage, bin ich denn schon in der Wahrheit oder bin ich möglicherweise noch im Irrtum? Das interessiert die meisten gar nicht. Die sagen einfach, ich habe doch schon die Wahrheit. Was brauche ich da mit den Leuten hier zu reden am Samstags? Ich weiß doch längst, wie es ist. Und so denken auch die 30 Leute, die angerufen haben und sich hier für die Gemeinschaft Köln-Südgede beworben haben. Die wissen es eh besser als wir. Ja? Ja, und das ist das Verrückte im Kapitalismus, dass der Kapitalismus die Menschen so verändert hat, dass sie sagen, ich brauche doch gar nicht über Wahrheit und Irrtum zu diskutieren, denn ich habe doch nur Wahrheiten im Kopf. Die anderen haben alle Irrtümer im Kopf. Und gerade übrigens, Öffi, für dich als noch als Hinweis, wir kriegen ständig als Partei eine Einladung für so einen Kongress in Frankfurt, wo sie 50 Euro wollen dafür, dass die Leute darüber reden sollen, wie wir eine neue Demokratie machen würden. Aber ich gehe da nicht hin, weil mir das Geld, das wär gar nicht das Entscheidende. Mir ist einfach meine Lebenszeit zu schade, mit Leuten zu reden, die sowieso schon wieder wissen, dass ihre Irrtumskonzepte schon die richtige Lösung sind und dass die gar nicht zuhören wollen, wenn man und das ist so verrückt im Kapitalismus, dass auch die Leute, die alternativ was machen wollen, eigentlich schon wieder verrannt sind. Wie die Frau Grimmenstein sich ja auch festgelegt hat darin, dass sie das nicht bräuchte, darüber nachzudenken, was Irrtum und was Wahrheit ist. Ja, so quasi so nach dem Motto, wir müssen darüber nicht reden, denn ich habe doch schon recht, ich weiß doch, wie es geht. Ja, und immer wieder das Gleiche. Die Leute wissen alle, wie es geht und brauchen gar nicht in einer freien Argumentekultur darüber nachzudenken, dass sie sich mal damit konfrontieren, wenn die anderen sagen, da irrst du dich vielleicht, zum Beispiel der Frau Grimmenstein müsste ich eigentlich 100 Mal sagen, sie irrt sich bei dem Gedanken, dass die ganze Bevölkerung sich den ganzen Tag mit Politik beschäftigen wolle. Das unterstellt sie einfach so, ist aber leider nicht die Realität. Die Bürger wollen eventuell bei der Arbeitsteilung bleiben. Hier, die Politiker erledigen ihre Arbeit und ich als Bäcker erledige meine Arbeit. Und nur, dass wir eben das dann in eine demokratische Form bringen müssten, ne? Aber so ist das. Jeder hat so sein Steckenpferd, an das er glaubt und was er unbedingt durchsetzen will. Und die Frau Grimmenstein kommt nicht weiter, die anderen kommen nicht weiter, diese ganze Corona-Bewegung kommt nicht weiter und das kommt nicht weiter.
Ja, und je näher man dann der Wahrheit kommt, desto weniger kommt man weiter. Und wir können uns hier wenigstens trösten, dass wir wirklich sehr nah an der Wahrheit sind. Denn über die Dinge, die wir sprechen, da kommen die anderen ja noch nicht mal hin an diese Themen. Ne? Und an die Brisanz dieser Themen kommen ja die anderen noch nicht mal in die Nähe. Ne? Ja, also dann wieder nächsten Samstag, wieder weiter den Geist schärfen und weiter uns trainieren in der Fähigkeit, doch noch versteckten kleinen Irrtümern dann auch vielleicht auf die Spur kommen zu können. Ja, also Ja, dann. genau. Tschüss, liebe Leute, Tschüssi, bis und nächsten ich stimme dem Samstag. Willen zu. Ja, wir brauchen auch nicht überall auf allen Hochzeiten zu tanzen. Wir können den Leuten ja anbieten, vielleicht noch Fernkommunikation oder Websites anzuschauen. Aber wichtig ist, dass wir die Zentralwerkstätten weiterführen. Ja, So. ich hab denen in Frankfurt ja angeboten, dass wir online teilnehmen könnten, aber das wollten die Ja, nicht. Die sowas, wollten, glaube ich, genau. lieber die 50 € haben. Ja, Kapitalistisches Geschäftsmodell. ne, Ne? genau. Alles Kapitalisten. Bis nächste Ja, Woche. ciao. Alles klar. Ciao. Tschüss.